Apple will unser Geld. Das schaffen die ja auch gut, um fast geplant ihre Software auf alten Geräten inkompatibel zu machen. Gut, zu Apple muss man sagen, dass die Geräte sehr lange unterstützen, was man von der Windows-Konkurrenz nicht behaupten kann. Doch manche Macs können viele weitere macOS-Versionen abspielen, was Apple eigentlich nicht vorgesehen hat. Ich versuche dann hier mal macOS 26 Tahoe auf einen alten Mac zu installieren. Naja, was soll schon schief gehen? Gute allerseits. Ja, hier machen wir etwas, was Apple nicht gerne sieht. Wobei, naja gut, es sind noch viele weitere Sachen, aber eben versuchen wir hier das aktuelle macOS 26 Tahoe auf einen alten Mac zu installieren. Und im Mac, den ich mir dafür ausgesucht habe, ist dieses Late 2009 Unibody MacBook. Es hat einen 2,26 GHz schnellen Intel Core 2 Duo mit 4 GB Arbeitsspeicher und eine GeForce 9400M GPU. Und dieses MacBook ist auch, by the way, das, was ich vor etwa 1,5 Jahren hier restauriert habe. Naja, bevor irgendwer Paranoia bekommt oder irgendwas hier und sich denkt, dass es hier schon mal zu sehen gab. Und ihr seht, die Spezifikationen, die sind für heutige Verhältnisse nicht gut. Und aktuelle macOS-Versionen sind absolut inkompatibel. Nun, offiziell laut Apple kann auf diesem MacBook OS X 10.6 Snow Leopard bis hin zu 10.13 High Sierra installiert werden. Also im Prinzip 8 Jahre an Software-Updates, die das Ding bekam. Doch hier schauen wir uns das wahre Limit an. Was denn mit OpenCore Legacy Patcher wir denn alles da erreichen können? Denn woran es halt hapert bei neuen macOS-Versionen, ist halt, dass der Chip hier zu alt ist und der Grafikchip die aktuellen Metal APIs nicht unterstützt. Die Metal API ist im Grundkern fast wie DirectX. Halt nur von Apple. Und eben bei Apple können wir sehen, dass man für macOS 26 mindestens ein MacBook Pro 16 Zoll aus 2019 braucht oder halt auch ein Mac Pro aus 2019. Das sind die mit einem Core i7 oder Core i9 Prozessor oder halt auch mit einer AMD Grafikkarte, die weit überlegen ist. Also da seht ihr, dass die GPU und CPU in unserem MacBook um Galaxien entfernt sind, wie was von Apple unterstützt wird. Der Core 2 Duo, halt eben ein Dual-Core, während der i7 aus dem 2019er MacBook Pro ein 6-Kern-Prozessor ist. Und nicht nur das ist ein Problem für macOS Tahoe. Dieses MacBook hat auch nur 4 GB Arbeitsspeicher. Klar, dieses hier auch noch eines, wo man den Arbeitsspeicher noch selber aufrüsten kann, aber in Anbetracht, dass selbst die M-Serien-Chips von Apple mindestens 8 GB haben, gibt einem Bedenken. Und eben noch mehr, dass wenn ich bei meinem 2024er MacBook Pro nachsehe, der 24 GB Arbeitsspeicher hat, sind im Schnitt 15 GB belegt. Puh, also das kann witzig werden. Naja, aber dann schauen wir uns mal an, was das Tool OpenCore Legacy Patcher uns alles bieten kann. Und OpenCore Legacy Patcher ist ein Tool, was die macOS-Installation so tricksen kann, dass der Installer denkt, wir würden es auf einen aktuellen Mac installieren. Komplett Open Source, was geil ist und eben viele alte Macs wiederbeleben kann mit neuen Versionen. Wie eben hier unser Versuchskaninchen, dieses MacBook. Was ich aber zu dem MacBook sagen will, Tastatur ist ja eine, wo es angenehm ist drauf zu tippen. Besser als was Apple danach gebracht hat mit der Butterfly-Tastatur. Und ich vermute mal, dass der Akku hier schwanger ist. Da sich das Trackpad ein bisschen anhebt und das darauf hindeutet, dass der Akku sich aufbläht. Ist zwar ein Brandrisiko, wenn sich ein Lithium-Ionen-Akku aufbläht, aber egal, ich will ein aktuelles macOS drauf haben. Und als erstes konnte ich OpenCore Legacy Patcher nur Sequoia laden. Und das Tool hat mich schon gewarnt, dass eben manche Funktionen nicht ganz kompatibel sind mit dem Mac. Das ist mir erstmal egal. Was nur schade ist, dass kein Tahoe da zum Laden steht. Naja, ich musste halt dann eben über meinen neuen Mac dann macOS 26 laden. Und dann halt 26.1, denn irgendwie nur 26 ging gar nicht. Ist aber, denke ich mal, nicht schlecht, da 26.1 ja einige Fehler noch behoben hatte, was das alles, denke ich, ein bisschen angenehmer macht. Zumindest direkt zu Tahoe konnten wir nicht gehen.
Denn dafür braucht man mindestens macOS 10.15 Catalina. Naja, ich habe dann einfach erstmal den Mac auf Sequoia geupdatet über das Tool, beziehungsweise mir einen Stick erstellen lassen für die Installation halt. Nach etwa einer halben Stunde kam eine Fehlermeldung, die irgendwas sagte, dass das System, was geladen wurde, nicht verifiziert werden kann. Ich vermute jetzt einfach mal, dass halt der Stick noch Daten drauf hatte und das irgendwie das zu dahin führte irgendwie. Und beim zweiten Mal hat das auch nicht funktioniert. Irgendwie hatte ich dann mal den Bedarf, den Mac neu zu starten, da das Tool an einer Stelle mir meinte, dass man das doch machen sollte. Und das hat nicht geklappt. Ich habe mal den Stick gewechselt, ob das eine Änderung hat. Und leider hatte ich auch keine Änderungen gehabt. Also irgendwas scheint da schief zu laufen. Oder vielleicht liegt es auch an macOS Sequoia. Aber was denn gehen sollte, Tahoe kann man ja ab Catalina installieren. Und macOS Monterey hat sich für mich als eine gute Alternative angehört, das erst zu installieren, um dann Tahoe zu installieren. Und genau das tat ich dann auch. Also nachdem das alles geladen ist. Und nach dem Laden habe ich es dann versucht, den Stick dann auch zu bespielen. Und siehe da, mit Monterey geht das auf einmal. Keine Ahnung, warum das mit Sequoia nicht ging, aber egal, mit Monterey kann man auch Tahoe installieren. Nach etwa 1,5 Stunden ist der Installer dann fertig geladen und das Programm hat mich gleich gefragt, ob denn OpenCore Legacy Patcher installiert werden soll. Ich habe Ja angegeben und die interne Festplatte ausgewählt dann. Es hat kurz einiges gemacht, bis dann das Fenster kam zum Neustarten. Da ist es dann nur wichtig, die Option-Taste gedrückt zu halten, um ins Bootmenü reinzukommen bei einem Intel Mac. Und ich bin tatsächlich im Monterey Installer drin. Irgendwie schon seltsam, das System auf so einem alten MacBook zu sehen. Okay, und ehrlich gesagt, mit Monterey ging es nicht wirklich vorwärts. Es ist die ganze Zeit beim Apple-Logo stehen geblieben und meinte, dass nur ein paar Minuten noch verblieben sind, obwohl sich der Mac komplett aufgehängt hat. Dementsprechend lasse ich Monterey hier mal gut sein und habe eine andere Idee. Man kann ja auch auf einem aktuellen Mac ein Installationsmedium erstellen für einen alten Mac. Das einzige, was man halt wissen muss, was genau das für ein Mac ist, worauf das drauf soll. Und das tat ich dann auch mit der macOS Tahoe Installation auf meinem 2024er MacBook Pro. Hier ist aber etwas weiteres zu beachten, was ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Denn ab macOS Ventura hat Apple die USB 1.1 Unterstützung entfernt, da die es halt einfach nicht mehr benötigt haben. Und hier ist es der Haken an dem MacBook, die Tastatur, Maus und USB-Anschlüsse, wenn da Tastaturen hängen, die sind für das Gerät USB 1.1 Geräte. Es hört sich weird an und das ist es auch irgendwie, aber entweder man hilft sich halt mit einem Treiber oder was wohl auch gehen soll, mit einer USB 2.0 Hub dann eben Tastatur und Maus dran anschließen. Was ich nur auch mal erwähnen will, dass das Tool irgendwie von der Geschwindigkeit langsam ist. Ich meine klar, die OS-Dateien sind für USB 2.0 Verhältnisse riesig und ich sehe es auch ein, dass es etwas dauert. Aber wenn ich den Installer über das System drauf kopiere, geht es um weitem schneller als über OpenCore Legacy Patcher. Naja, ich habe dann den neuen Stick mit macOS Tahoe an das MacBook dann einfach mal rein. Nicht wundern, ich habe Verbose Boot aktiviert, weswegen da einiges an Text da kommt, dass wenn nochmal irgendwas sein sollte, dass die Fehlerdiagnose etwas einfacher ist. Und nach einer halben Stunde hat sich das Ding aufgehangen und es ging nichts vorwärts. Und nach einem Neustart gab es dann irgendeinen Fehler. Ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, ich habe den falschen Mac da ausgewählt, wofür das System eigentlich sein soll. Nun also, Safety First, nochmal ein Tahoe-Stick gemacht und das richtige MacBook ausgewählt, was auch im Error drin stand. Und das hat auch nichts gebracht. Es ist schon beim Booten fehlgeschlagen. Jetzt als allerletzten Versuch versuche ich doch nochmal Sequoia aus. Mit dem Plan, die Festplatte komplett zu formatieren für eine saubere Installation. Und bei dem Plan blieb es auch. Denn ich hatte denn überhaupt keine Möglichkeit gehabt, den Mac irgendwie zu bedienen. Sei es mit einer externen Maus oder auch mit einer USB 2.0 Hub, um das USB 1.1 zu umgehen, halfen nichts. Und selbst eine Magic Maus habe ich in die Nähe gehalten, ob diese eventuell damit eine Verbindung aufbauen will. Fehlanzeige.
Ich finde das dann doch etwas dämlich. Bei Monterey kackt der Installer ab, in Sequoia geht keine Maus und Taro hat auf dem MacBook irgendwie keinen Bock auf Leben. Aber das Scheitern war nur der Halbweg zum wahren Sieg. Denn dieser Mac läuft jetzt mit einem System, das Apple ebenfalls nicht erlaubt hat, aber mit einem viel besseren Tool von DustDude 1. Und eigentlich wollte ich euch jetzt hier in der Moderation zeigen, dass das Ding jetzt mit einem anderen System jetzt läuft, aber mitten hier in der Aufnahme ist die Festplatte hier drin totgegangen. Da, ich glaube, die ist quitte hier. Und damals hatte ich das auch gemacht auf all meinen anderen MacBooks aus meiner Sammlung, die maximal El Capitan gesehen haben offiziell, und High Sierra war da kein Problem. Und der Installer ist ohne Problem gebootet, ich konnte die Festplatte formatieren, der Datenträger war schnell einsatzbereit und die Installation von Catalina ging schneller. Ich meine, klar, Catalina ist von der Dateigröße deutlich geringer, doch das Tool, was ich benutzt habe, ist 6 Jahre alt und scheint robuster zu sein wie OpenCore. Und zumindest hat dies dann auch funktioniert. Und tada! macOS 10.15 Catalina auf einem nicht unterstützten Mac. Es läuft halt etwas langsam, was, denke ich, zu Schulden der HDD kommt, die da eingebaut ist. Aber es läuft alles weitestgehend ohne Probleme. Oder zumindest ist es ohne Probleme gelaufen. Bis die Festplatte den Dienst jetzt hier quittiert hat. Na, und dann denke ich, haben wir es. Zwar nicht ganz so nach Plan gelaufen, aber auf dem Mac wäre jetzt im Prinzip ein System drauf, was Apple überhaupt nicht will, dass dies da drauf läuft. Und halt nicht über OpenCore, wobei ich davon echt enttäuscht bin. Die geben an, dass es auf eine Vielzahl an Systemen läuft. Und bei anderen Personen aus dem Internet funktioniert es auch nicht bei so 2009er Modellen. Naja, aber ihr werdet nicht enttäuscht sein mit einem kostenlosen Abo bei mir, um hier auch mit so Technikzeug nicht zu verpassen. Und ich gehe mich jetzt erstmal ausruhen davon. Also, man sieht sich.